Oder? Oder nicht? Ich glaube, wenn sie Scoped Weapons mit 2 Range gelassen hätten, wäre es wahrscheinlich auch Prismatic. Aber Scoped Weapons mit plus 1 Range ist halt. Ich meine, es ist halt so sick, so für einige, so für Jonas, für Olaf, also für Siphon, die sind alle so viel besser dadurch. Die 10% Attack Speed sind Wurst. Achso, was haben sie übrigens mit dem Dragon Trade gemacht? Steel Rising los jetzt. Ja, kann man ja nicht spielen, oder? Kann man Steel Rising jetzt spielen? Aber erst ab um 10. Was geht denn hier wieder ab? Ja, das hat jemand einen schlechten Tag. Oh, das ist okay, glaube ich. Ich glaube, jeder hat mal einen schlechten Tag. So. Dafür haben wir einen Lagoon-Start, Leute. Habt ihr schon mal mit Lagoon gestartet? Nächstes Mal wieder WOT. Jo, mal gucken. Der Beut ist der Plan, Steel Rising auf jeden Fall zu spielen. So, Lagoon, Lagoon. Boah, was ist denn Mirage aktuell? So, dieses Healing-Ding. Ein bisschen Bock. Das ist auch gut für Mirage. Du bist ein Warrior, ne? Wir sind keine schlechten Items. Also das hier ist ein bisschen komisch. Jax, ach, sie ist so schlecht. Mal sehen, ob sie einen Q drin. Oh, das war's erst. Das war gut. Aber ich glaube, das kann sie nicht gewinnen, oder? Ich meine, der Overtime wäre es halt sehr nützlich. Aber ich glaube, sie kann das nicht. Talia ist übrigens die einzige Unit, die ich gesehen habe, die auf 2 gegen Crux, nicht gegen Crux, gegen die Minion Wave verliert. Das war eine ganz schlimme Erfahrung. Also es war furchtbar. So, ja, wir gucken mal, was so jademäßig vielleicht geht. Warrior haben jetzt mit Pantheon einen sehr krassen Tank, muss man sagen. Verliert sie knapp oder hart? Naja, sie verfehlt halt eine Menge Ults. Das ist schon hart. Würde ich sagen. Das ist schon heftig. So, Mirage wäre jetzt natürlich auch irgendwie praktisch. Das ist so ein guter Trade für den Anfang, ne? Den Jax 2 ist unsterblich. Also, es geht, also ich kann ihn nicht töten, das geht nicht. It's impossible.
der Patch schon draußen. Impossible to tell. Geht mir jetzt early für ein QSS. Wow. Geht man jetzt early für ein QSS? Das Ding ist halt, Rageblade QSS ist halt ein Item. Rageblade QSS BT ist halt eine Combo, die auf so vielen Leuten also wirklich gut ist. Nicht einfach nur denen gut steht, sondern es ist einfach krass. Aber ich glaube, ich muss den Bogen nehmen. Das Ding ist halt, also das ist jetzt ein großer Fehler. Armor würde uns was bringen. MR würde uns was bringen. MR würde uns was bringen. Aber Rageblade, eventuell nach den Crux Sam, ist schon echt nice. Mirage Duelisten, das ist die Healing-Ding. Der kann das übrigens auch tragen. Ich mag den nur im Early Game überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob die den geändert haben. Ich glaube, man spielt ihn als Tank. Als annoying Tank. Das ist so das, was ich bisher gesehen habe. Ich glaube, so itemmäßig hat es auch wenig geändert bei vielen. Ja, wir werden hier auf jeden Fall loose streaken. Allein das Zero werden wir, glaube ich, nicht tot kriegen. Wenn sich Wukong echt Mühe gibt. Und noch den Jax mitzunehmen, wäre schon heftig gut. Dann hier brauchen wir eventuell kein BT. Mio, ich glaube, das gucken wir uns mal an. Wenn wir viele mehr kriegen, dann werden wir da nicht drum rumkommen. Aber hat ja was mit. Das ist gut. Hat ja was mit RNG zu tun. Also als erstes ein Yone zu erhalten, ist sehr schön. Da jetzt noch, wenn wir da jetzt AP rausdonnert, können wir, glaube ich, Winstreaken nach dem Luststreak. Das ist so ganz praktisch. Aber Dawnbringer ist wirklich nice, ja. Können eventuell den hier mitnehmen, weil wir dann wahrscheinlich bruisen werden. So, aber hier zu gewinnen ist auch wieder schwer. Ich denke mir Raj Bruiser, dann noch mit Olaf. Olaf. Ich glaube, mit 4 geht's richtig ab, ne? Ich glaube, das Jax wird das immer noch carryen. Ja. Das ist gut, wir müssen ja verlieren. Das ist ein optimaler Lose, ja. Also noch krasser wäre es, wenn er den noch mitnehmen würde, aber muss er jetzt nicht. Das ist auch ein guter Bruiser. Das ist auch ein guter Bruiser. Wir kriegen leider keine Leona, was ein bisschen unangenehm ist. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wichtiger ist AP, AP, AP. Also wir können jetzt mit sehr vielen Items was anfangen. Das ist das Schöne. Das ist gut. Das, ja. Okay. Ich nehme alles zurück. Also wir slammen jetzt, glaube ich, trotzdem BT auf jeden Fall. Nee, wir slammen QSS. Aber QSS ist wichtiger. So, geben wir jetzt Jade auf, ist die Frage. Jade für ein Healing.
Ich glaube, ich kann noch einen Loose annehmen. Whisper klingt auch lecker, ne? Whisper ist einfach gut. Vielleicht kriegen wir so ein Warrior-Emblem, Mann. Das ist ja geil. Ja, also potenziell jetzt schon zu Winstreaken ist gut. Unsere starke Phase kommt schon auf 6, tatsächlich. Ist komisch, Warrior mit Kavalieren irgendwie dann zu spielen wegen Nunu. Aber Bruiser und Nunu synergiert ja auch, weil mehr HP heißt ja auch mehr Ult. Damage Potential. Dankeschön für den Sub und für die liebe Nachricht. Das ist nicht gut für uns. Also es ist später gut, aber jetzt brauchen wir ja Yone. Der findet schnell Deja, das geht auch. Oh, das ist krass. Ich glaube, das ist gut. Okay, dann versuchen wir jetzt zu Windstreaken. Okay, 3 Warrior. Sieht auch unangenehm aus. 3 Warrior, 3 Bruiser. Please end me. So, war der jetzt in der zweiten Reihe? Nee, sorry. Nicht geguckt. Ich dachte, er war schon weit vorne genug. Okay, dann werden wir jetzt, glaube ich, Jade auflösen. Ja, die 5 CD waren schon unangenehm. Oh, ja, unlucky. Aber können wir, glaube ich, nicht machen. So. Nö. Okay, also Rageblade wird sehr gut. Rageblade wird sehr gut. Könnte noch mehr Attack Speed nehmen, was auch sehr gut ist. Statt Sunfire. Ja, also der Waiting Room ist halt weird, weil wir Pantheon brauchen. Bräuchten. Es gibt die Variante, dass wir einen Pantheon jetzt aus dem Karussell nehmen. Aber Rageblade ist einfach zu gut. Aber auf die AD-Werte sind schon heftig. Also 50 ist schon krass viel. Man muss ja bedenken, dass alles, was AD angeht, so dermaßen schlecht geworden ist. Ich glaube, wir kriegen Pantheon noch. Ist quasi ein Deathblade, ja. Deathblade ist schon gut. Und wir können jetzt sogar einfach noch ein Deathblade slammen. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen Bock auf die Attack Speed. Auf die Attack Speed. Ich glaube, ich nehme anstatt Mirage, nehme ich dann Leona.
Ja, wir hätten vor uns nochmal. Hätte ich vor uns, glaube ich, Edge das besser bedacht, mit der Edge dann ist GG. Was sagst du jetzt zu den 12 Drachen? Also erstmal ist es cool, dass das Learning von denen da war, dass sie immer nicht nur auf einen Drachen beschränken, sondern dass man die ganze Zeit Drachen reinballern kann. Dass man jetzt quasi immer Drachenhorde hat. Ich glaube, das ist nice. Zumindest fühlt sich's nice in meinem Brain an. Brains. So. Dann ist aber das hier, was haben sie jetzt gemacht? Okay, das verstehe ich nicht. Ich dachte, die haben das fünfte geändert. Also fünf Drachen ist immer noch kaputt. Ich dachte, die hätten das geschafft, bis zum Release zu change. Aber fünf Drachen machen sie immer noch schlichtweg gar nichts. Das finde ich sad. Haben die keinen geopfert gerade? Kann das sein? Ich glaube, das ist mit Warrior echt insane. Weil da haben wir dann noch Pantheon. Da kriegen wir dann noch Whisper dadurch indirekt. Vielleicht noch ein Bruiser-Emblem. Oh my god. Ja, das ist gut. Das sind die 5% Riot Games. Das Ding ist halt, Warrior Emblem kann man nicht machen. Boah, jetzt noch Armor. Ach nee, Armor brauche ich ja gar nicht mehr. Scheiße. Ich hatte ja vorhin Dings gehabt. Scheiße. Na gut. Na, ein bisschen. Ja. Also es ist nicht ärgerlich. Aber es tut auch weh. Okay, wenn der Mirage-Drache kommt, changen wir auf Mirage. Oder mehr auf Mirage. Das würde ich schon sagen. Aber wenn nicht, dann nicht. So, Nomsis Invoker, das ist auch so die okayische Variante, aber die heftigste ist wirklich Mage Nomsi. Weil er nimmt halt zwei Slots ein, aber... ist auch sehr gut. Wir werden jetzt nicht mehr viel stärker tatsächlich. Also Ione 3, also so zügig wie es geht, wäre jetzt überragend. Er hat immer noch 100%, ja. Auf 6 ist er. Ich habe auch einen Aurelion gerade gesehen. Was ist das denn? Terrify. Oh, das ist krass. Hab nie gesehen. Okay, wir nehmen jetzt das Sunfire-Board definitiv. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Bei dem Bild. Noch ein Olaf, Mann. Ich glaube, 4 Warriors ist jetzt gerade mit Edge Snipe extrem gut. Ist Jax 2 besser als Mirage Trade? Jax ist der Warrior Trade, leider. Jax ist drinne wegen dem Warrior. Also 4 Warriors ist schon brutal. Der ist gar kein Warrior, ihr habt recht. Der ist Bruiser. Was ist das eigentlich? I'm sorry. Der Affe war ein Warrior, ne? Habt ihr recht. Ja, dann kann man Mirage, glaube ich, spielen. Der Affe war ein Warrior. Hier eine Menge Silas tatsächlich. Menge Olafs.
Ja, dann ist das besser, ja. Die Frage ist... Ist das ein sinnvolles Nunu-Item? Der hier schmeckt. Auch die Penetration über Whisperer ist gut. Ich glaube, das ist schon eine sehr gute Comp. Wir müssen jetzt, glaube ich, Jona auf jeden Fall auf 3 bekommen. Und dann auf 8 kommt... Ja, was passiert, wenn ich Data kriege? Das ist echt ein Problem. Ja, so ist natürlich tragisch. Wir könnten Mirage noch machen. Ich glaube, wir machen Mirage. Mirage oder Kavalier? Ich denke, Kavalier Pantheon ist wahrscheinlich auch übelst stark. Aber ich glaube, hier ein Mirage zu machen, um 4 Warrior zu spielen, ist... What the fuck? Wirklich, also Riot und Zahlen, Leute. Riot kann die fucking Zahlen nicht. Wir haben mit 5% nicht nur den, also an sich auf 2 bekommen, sondern es ist auch der, den wir brauchen. Die sind so bad, ey. Ja, also normalerweise müssten wir jetzt auch schon heftiger Windstreaken eigentlich, um noch irgendwas zu machen. Wir sind jetzt schon sehr schwach. Na, die sind schon auf 8, die Leute. Ich kann halt froh sein, dass Jone wirklich so perversen Schaden macht, aber es muss halt noch mehr sein. Weil wir haben keinen anderen Damage-Dealer. Ein guter Spieler würde Jona aufgeben, glaube ich. Ich habe auch genauso wie Jonas gefunden wie Dings, ne? Hat auch, haut mathematisch auch 0 hin. Okay, ich glaube, jetzt sollen wir runter. Sehr spät trotzdem. Hätten auch Dejas, by the way, sein können. So, jetzt wird uns wieder der Magic Damage um die Ohren gehauen. Boah, den hat's gekickt. Holy shit. Heftig. Heftig unangenehm vor allem. Okay, wir können auch eine Free Unit kriegen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, es ist der Drogendrake. Drogendrake ist gut für uns. So, das heißt, wir können dann Full Warrior gehen. Ja. Na, 6 Mirage ist schon ein heftiger Power Spike. So, okay. Wir haben jetzt hier noch einen Warrior für Yasuo. Ein gutes Item.
Du bist ein Pferd. Okay. Ja, Olaf 3 klingt natürlich verlockend, aber ich glaube, es war schon strategisch falsch, Olaf überhaupt so viel zu kaufen. Ich glaube, ein guter Spieler hätte Olaf nicht gekauft. Ich meine, Warrior Deja ist halt, ich weiß nicht, vielleicht hat Riot auch was geändert, aber ich glaube, sie haben vergessen, hier immer noch AD zu geben. Oh Mann. Oh, wow, nein, sie haben es nicht vergessen. Sie haben den einzig wahren Riot-Weg gewählt. Sie hat es gelöscht. Da steht halt legit 0. Null. Null ist wirklich wenig. Wir müssen noch einen BT-Slam, merke ich gerade. Also das Ding ist halt, man kann das auch removen. Aber selbst dann müssten wir slam. Null ist heftig, ne? Null ist wirklich heftig, heftig. Okay, jetzt ein Olaf. Olaf mit lustigen Items. Was machen wir dann? Wir haben dann Yasuo. Auf 8 kommt dann Yasuo statt Leona. Da haben wir 6 Mirage. Und dann haben wir 6 Mirage, 6 Warrior. Ich glaube, das ist es. Die sind Yasuo Waiting Room, ja. So, was kriegen die dann? Die kriegen alle dieses Frost-Ding. Und mit alle meine ich 2 Leute. Der Tiamat-Damage, den bemerkt man langsam, aber Graves ist immer noch eine absolute Maschine. So, das ist der Yasuo. Jetzt zweiter dran. Guild kann man, glaube ich, auch immer nehmen, weil Guild, glaube ich, allen Lifesteal gibt. Okay, ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich überlege, ob ich das Item remove von ihm. Und dann einfach Olaf gebe. Also 6 Mirage ist leider so wichtig, dass ich nicht ändern kann. Oh, das mit dem Blitzcrank-Hook ist sehr unangenehm. Deja 2. Ich glaube, Yasuo 2 gewinnt uns das Spiel, wenn dann. Ja, der Magic Damage ist crazy, ne? Mit dem Magic Damage scheint auf jeden Fall das heftig nicht zu stimmen. Das ist schon verrückt. Oh, das ist aber auch komisch, ne? Dass er gegen, also bisher habe ich das Gefühl, dass dieser Lagunendrache auf jeden Fall uns total zerstört. Ja, wir fliegen jetzt raus. Ja, wir fliegen jetzt raus. Oh, ist ein Geist. Ist es ein Geist?
Haben wir eine Chance. Ione kümmert sich schon mal um Yasuo. Wow, Saifen hat den nicht tot gekriegt. Das ist brutal. Okay, also wir haben nochmal eine Chance gekriegt. Vor allem, das war ein wichtiger Geist. Das war der wichtigste Geist überhaupt. Aber wir kriegen jetzt zweimal Zinsgold. Static ist auch gut. Static ist auch für Deja ein gutes Item. So. Ja, da können wir dann Full Warrior gehen. Full Warrior nimmt dann halt komplett Drogen. Ja, das ist halt 275. Das ist schon krass. Das wäre natürlich schön, wenn wir noch einen Whisperer reinkriegen für die Penetration. Penetration würde ich mich übel freuen. Aber wir sind so weit weg von 9. Wie Riot von dem Mathe-Studium. Also wird das nicht klappen. So. Okay, ja, es ist ein Yasuo Waiting Room hier mit dem Locket. Ich muss auch übel dort pullern. Also ganz doll. Aber sieht eigentlich nicht schlecht aus bisher. Ich denke nicht, dass Warrior Nuno was Kluges ist, aber... Den haben wir vor uns besiegt, ne? Sein Geist haben wir besiegt. Okay, Saifen hat schon mal Pro-Gaming studiert, aber Double Healing ist sehr gut. Also, dass Saifen zweimal den ultet, ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Er versucht auch Saifen 3. Mit was? Mit Ragewing Soul. Wait. Wait, warum? Okay. Ich geh pullern, ich schaff's nicht mehr, Leute. Tschüss. Wir leben noch. Wir haben überlebt. How? Wo ist Yasuo? Wir haben für dich gewonnen. Danke, Mann. Endlich macht's auch mal einer. Warum machst du nicht Kavaliere, Yasuo? Hm, ist auch gut, ne? Aber ich glaube, wir brauchen halt hier einen Frontline. Okay, das ist wichtig. Die schnell löschen ist, glaube ich, alles nice. Und hier müsste Tiamat aufräumen. Ich glaube, wenn Yasuo 2 kommt, mache ich Kavaliere, Yasuo. Wieso gibt es nur auf 7? Ja, vielleicht auch im Karussell. Ich glaube, wir haben beide. Nee. Ja, also wir haben auf jeden Fall bisher aus dem Karussell. So, das BT gefällt mir richtig gut, Mann. And it's gone. So, das ist auch ein gutes Item hier. Jeff Knight ist auch fast best in Slot für ja so. Sehr gut. Ja, wir probieren es mal. So, ich meine, er kriegt jetzt nicht super viel, ne?
Also sie haben es auch schon ein bisschen verändert, tatsächlich. So, der Siphon dasht jetzt nach da. Das ist probably für uns sogar besser. Wir sind sogar Top 4. Wow, mit der Comp. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt ist der Siphon doch wieder auf der anderen Seite. So, aber er beißt schon mal nicht. My boy. Also 6 Warrior, 6 Mirage. Ist schon heftig. Langsam bereits Lagoon gespielt. Wir haben auf dem PBE sehr viel Lagoon gespielt. Der hält was aus, ne? Ja, Yasuo ist wirklich auf 7 sehr häufig. So, der mit dem Blitzcrank-Hook ist schon mal nicht da. Sich an dem festzubeißen, wird wahrscheinlich unser Leben beenden. Die Alternative ist, sagen wir, swappen. Aber ich glaube... Oh, ist ein Geist. Okay, ein Edge Knife und Terra Ult ist ja absolut furchtbar. Die Terra Ult tötet uns. Weil das ist 200% der AD. Der macht 1000 Damage. AOE. Wir sind Zweiter geworden. Terra hat uns ge-One-Shot. Edge Knife ist ja... Terra ist ja Hard-Counter zu Edge Knife.